Und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic mit eurem Ben Stormrider. Wir sind endlich auf der Sith-Basis auf Manaan und haben hier aber massiven Widerstand angetroffen. Ich vermeide, was ich kann. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt hier... Ja... mit deinen 10 Klavier zu spielen, Junge. Auf geht's. Das war er. Jetzt halten wir die mal in die Luft. Holen unsere Gefährten ran. So, das war der Druide. Aber auch eigentlich was Besseres machen, als da so doof drauf zu laufen, oder? Ja. Der könnt ihr einmal schweben und was den Druiden angeht, da hast du doch auch ein Spezialrezept. Und da vielleicht einmal betäuben. Das tat weh. Guck mal, wie gut das geht. Kümmere dich doch erstmal um den Zifftrooper. Nicht schon. Wunderbar. Das Gute an dem Schurkenbild ist wirklich, dass es so unglaublich viel Schaden macht, wenn man kritische Treffer landet. Oder betäubte Gegner angreift einfach. So, durch den Raum wären wir durch, aber. Im nächsten Raum warten schon 3 dunkle Jedi auf uns. Aber das wissen wir ja zum Glück und können uns vorbereiten. So. Klar. Dann wollen wir mal. Mist. Jetzt haben sie uns im Machtwirbelgriff. Ja. Er schwebt schon da. Können wir ihn betäuben? Anscheinend nicht. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, der war aber relativ schnell weg. Das hat mir jetzt wirklich weh und zwar in den Ohren. Mist. Der eine gelähmt, der andere gewürgt. HK-47, seh zu. Meister. Uns geht scheiße. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal wieder leveln. Oder... Ja. Wir benutzen einfach unsere Heilfähigkeit. Ja.
So, jetzt reicht's aber. Die waren ja lästig. So, wir bekommen natürlich ihre Laserschwerter, was auch sonst. Oh, ein Genoax-Kristall, sehr interessant. Noch ein Schild, glaube ich. Neue Kristalle nehme ich immer mit Freuden. So, nachdem das Druidenmanöver hier hinten nicht funktioniert hat, ich vermeide, was ich kann, müssen wir den Raum jetzt mit Gewalt stürmen. Das ist der Grenadier hier hinten. Den wollen wir dann zuerst ausschalten, weil Granaten kann ich am wenigsten gebrauchen. So, Solo-Modus aus. Dann schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Erstmal im Alleingang. Gut, der Grenadier ist im Nahkampf. Durchaus geschickt ist. Wir sollten vielleicht HKs Schild wäre durchaus eine Möglichkeit. So, die Druiden, um die darf Julie sich kümmern. Na, bitte. Aufgepasst. Verflucht noch eins. Auch gut. So, du machst bitte kritischen Treffer und sonst nichts. Da steht ja noch ein Druide. Moment mal. Wär's gewesen. Was haben wir denn hier in der Feldkiste drin? Oh, Entschlüsselungstool und universelle Computerschnittstelle. Druidenteile. Wären ja vielleicht was für HK. Und auch ein Betäubungsstrahl. Ich glaube, dann bauen wir ihn gerade mal auf. So, Entschlüsselungstool geht ganz gut. Zielerfassungssystem, Waffenfokus. Hat er den Waffenfokus schon oder warum haben wir das nicht? Waffenfokus, Blaster, Pistole. Ach so, weil er keine Pistole verwendet, deswegen. Ansonsten Betäubungsstrahl, ja, sehr gerne. Gut. Klar. Ich weiß, ich bin geizig mit den Leveln. So, defekter Druide. Ein Datenmodul. Wunderbar. Das haben wir bergen müssen.
Du hast das verschlüsselte Datenmodul sichergestellt. Bring es jetzt zu Roland Wann, damit er dir bei der Suche nach der Sternenkarte hilft. Das machen wir, aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben hier noch eine Menge zu tun sogar. Mal gucken, was da weiter noch auf der Linken zu finden ist. Oh, Druiden. Ich bin gar nicht hier. Hoffe ich. Das ist die westliche Lounge. Ja, unser Tarnskill ist echt gut jetzt. Da kann man nichts sagen. Ein schwerer Sith-Trooper. Noch mehr Druiden. Ein Blick aufs Meer, so wie es aussieht. Vincent will mehr. Sehr geiler Film. Ja. Also. Da müssen wir irgendwo lang. Nördlicher Computerraum. Oh oh. Das ist alles andere als gut. Jetzt sehen die mich doch. Flucht nochmal. Na gut, wir versuchen es einfach mal auf eigene Faust hier zu überleben. Weil wenn wir die Gefährten jetzt holen, dann entbrennt damit nur noch ein anderer Kampf einfach. Eine Kryobahngranate. Splittergranätchen. Thermaldetonator wollte ich jetzt nicht unbedingt verbrauchen. Wir werden aber auch immer an so unpassenden Stellen einfach sichtbar. Alter, das Team tanzt. Sprung! Das gibt's auch nicht. Okay, nochmal schweben lassen. Richtig. Das tat weh! So, das hätten wir. Anderen Angriffsdruiden wissen noch nichts von uns, aber das haben wir hier gut unter Kontrolle gehabt. Was ist denn das hier? Ich vermeide, was ich kann. Ich glaube, ich speichere nochmal. Schlimm, schlimm. Sieht heiß aus. Ja, war auch heiß. Genau deswegen habe ich gespeichert. Ja? Also da können wir so einfach nicht durchlaufen.
Aber vielleicht kann es HK-47. Das ist durchaus eine Idee. Ich vermeide, was ich kann. Das ist durchaus eine Idee. Oder wir stellen das einfach irgendwie ab. Durch die Tür da hinten eventuell. Ist das überhaupt eine Tür? Nö, ist nur die Textur einer Tür. Ist gar keine wirkliche Tür. Schade. Okay, dann kümmern wir uns einfach mal um diese beiden Angriffsdruiden hier noch. Schleichen wir direkt mal in den einen rein. Und holen unseren Gefährten dabei. Oh. Flammenwerfer. Das ist mir aber unangenehm jetzt. Was Besseres als ein Sith-Energieschild haben wir nicht. Leider. Und das will ich hier machen. Dann schalten wir wieder so aus. Das geht wunderbar. Viel besser als alles andere. Verflucht. Da wird der einfach. Nochmal. Jetzt geht's. Auch da jetzt. Jetzt hat's, glaube ich, geklappt. So, sind wir weit genug, dass wir springen können? Jawohl. So schön, bin ich im Schweben. Wer sagt's denn? So, das hätten wir auch. Jetzt ist die Frage: Meister? Kann HK-47 da durch? Oder nicht? Ein Schild hält da zumindest länger durch. Boah, echt geschafft. Okay, diesmal habe ich aber auch auf die Schadensanzeige geguckt. Computerkontrollfeld. System wird geladen. Fertig. Befehl eingeben. Wir hacken mit zwei Sonden. Und wir haben, puh, Kontrolle über viele Sachen. Östliche Unterkünfte ansehen. Da sind Ziff drin. Könnten aber 5 Computersondenleitungen zu überlasten. Wir hätten leveln sollen. Wir hätten ihn gleich leveln sollen, dass er hacken kann, besser. Wir machen das mal. Abmelden. Wir leveln jetzt HK-47. So. Er muss besser. Der hat 0 im Computer. Daran liegt das. Jetzt muss was lernen. Talente. Zähigkeit ist immer gut. Tja, Computer ein bisschen hochbringen. Ich finde, wir können ruhig alles im Computer stecken. Geschicklichkeit müsste nach oben, schätze ich. So. Dann ist die Zahl nämlich wieder rund, dann nützt es auch was. Computerkenntnisse.
Talente. Kampfdruiden-Upgrade. Wunderbar. Zähigkeit ganz hoch. Computerkenntnisse. Druiden-Upgrade Klasse 3. Computerkenntnisse. So, Level 14. Jetzt nochmal hacken. Eine Sonde. Tja, Sicherheitsempfang. Da ist jemand. Es kostete zwei Sonden. Was haben wir denn noch? Computersicherheitsraum. Wir können überall Leitungen überlasten, anscheinend. Östliche Unterkünfte. Leitung überlassen. Achso. Sicherheitsraum. Oh. Energiefeld deaktivieren. Das wäre durchaus wichtig, glaube ich. Machen wir mal. Deaktiviere primäres Energiefeld. Schalte auf Überwachungskamera. Das heißt, da kommen wir jetzt durch. Gut. Ja, haben wir schon gesehen. Tja, mit den Druiden müssen wir uns dann wohl auseinandersetzen. Trainingsraum. Ein Cellcave, sehr interessant. Sehr interessant. Und da können wir auch nichts machen. Flusskontrollraum. Haben wir schon gesäubert. Dampfkontrollraum. Deaktiviere Dampfventile könnte ich machen. Ist vielleicht besser so. Erfolg, Dampfventile deaktiviert. Schalte um auf Überwachungskamera. Den Montageraum haben wir schon, glaube ich. Genau. Ja gut, dann sind unsere Sonden auch alle. Ich glaube, das war's. Abmelden. So, 360 Erfahrungspunkte. Geht's hier noch weiter? Nö. Wir sind hier nur durchgekommen, um hacken zu können. Was im Prinzip okay ist. Wenn wir jetzt mit unserem Hauptcharakter daran gehen Klar. und die Werte entsprechend nochmal hochbringen, wer weiß, vielleicht können wir dann noch was ohne Sonden machen. Aber ich bezweifle es. Nee. Schon eine Sonde, um mich reinzuhacken, das wird nichts mehr. Also wenn das so ist, dann versammle ich einfach mal mein Team hier hinten in dem Raum. Und dann beende ich diese Folge. Um ehrlich zu sein, bin ich auch gerade wieder verflucht müde. Wir, wenn wir auf die Karte schauen, haben wir jetzt einen guten Teil der Sith-Basis tatsächlich schon erforscht. Beim nächsten Mal kümmern wir uns um den nördlichen Teil da, der dann noch teils verdeckt ist. Und wenn wir den Trainingsraum finden, finden wir auch, glaube ich, junge Cellcarve. Was wir jetzt schon haben, ist auf jeden Fall die Datei von diesem Droiden. Wir müssen auch noch irgendwie Informationen zu Sunri auftreiben. Aber das in einer zukünftigen Folge. Für jetzt
bin ich euer Ben Stormrider und sage euch bye bye bis zur nächsten Folge. Tschüssi.